Video auf diesem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um eine Frage, die im Internet schon sehr oft gestellt wurde, und zwar: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Desktop- und einem Smartphone-Prozessor? Und wie groß ist der Performance-Unterschied? Diese Frage ist insofern sehr spannend, da wenn man sich mal das Datenblatt von zum Beispiel dem Snapdragon 855 anschaut, das ist ein sehr leistungsstarker Smartphone-Prozessor, und das dann mit dem Datenblatt von beispielsweise einem i5-5500U vergleicht, dann merkt man das schon relativ ähnlich aus. Beim Snapdragon haben wir insgesamt 8 Kerne, das sind 4 Low-Performance-Kerne mit 1,8 GHz, dann 3 Kerne mit 2,4 GHz und dann noch ein Boost-Kern mit 2,84 GHz. Während es beim Intel-Prozessor nur 2 Kerne sind, die dann in 4 Threads aufgespaltet werden. Und diese 4 Threads haben, oder die 2 Kerne haben, 2,7 GHz. Und das sieht ihr, das schaut relativ ähnlich aus. Und man sieht natürlich auch, dass der Snapdragon-Prozessor jetzt hier am Datenblatt überlegen wirkt. Aber wie dann die Unterschiede wirklich sind, werde ich euch in diesem heutigen Video zeigen. Und warum sie zustande kommen, erfahrt ihr natürlich auch. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe hier zwei Geräte mit den vorhin genannten Prozessoren. Als Laptop habe ich hier das Acer Travelbook P mit dem i5 und 8 GB DDR3 Arbeitsspeicher. Das Smartphone ist das OnePlus 7 Pro mit dem Snapdragon 855 und das verfügt ebenfalls über 8 GB RAM. Beide Geräte laufen auf der integrierten Grafikeinheit, das heißt, die Grafikeinheit ist im Prozessor integriert, das heißt, es ist auch beim Videorendern etc. ein fairer Vergleich. Auf beiden Geräten habe ich den Geekbench 5 Benchmark installiert. Das ist ein Benchmark, der auf Android sowie auch auf Windows verfügbar ist. Daran werden wir mal sehen, wie die beiden Prozessoren abschneiden. Ich würde sagen, wir starten einfach mal den Benchmark. Am Benchmark-Ergebnis sieht man, dass der Snapdragon vor allem bei der Multicore-Performance die Nase vorne hat. Da profitiert er einfach von den vielen Kernen. Mein Prozessor zum Beispiel in meinem PC, der i7-8700 mit 6 Kernen und 12 Threads, hat eine Boost-Clock von 4,6 GHz, der schafft mehr als das Doppelte wie der Snapdragon. Man muss auch dazu sagen, dass Geekbench sehr für die Smartphones optimiert ist, das heißt, da hat der Computer noch ein bisschen einen Nachteil. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu einem nächsten Test, und zwar zu einem Video-Encoding-Test. Bei diesem Test werden wir ein 40 Sekunden langes 4K-Video in H.264 MP4 konvertieren. Man muss dazu sagen, dass Video-Encoding eher eine Sache ist, die mit komplexeren Rechenaufgaben arbeitet. Das heißt, es wird nochmal spannend zu sehen, was hier das Ergebnis ist, weil der Geekbench Benchmark eher mit einfacheren Rechenaufgaben arbeitet. Ja, und bei diesem Test kommt etwas ziemlich Interessantes raus, denn der Laptop war einfach mal 4-mal so schnell wie das Smartphone. Für alle, die es interessiert, natürlich habe ich bei beiden Encodierungsaufgaben dieselbe Bitrate etc. benutzt, damit dieser Test fair ist. So, und nun zum technischen Teil. Ihr fragt euch bestimmt, warum der Laptop beim Geekbench Benchmark einfach mal langsamer wie der Snapdragon-Prozessor war, während der Snapdragon-Prozessor beim Video-Encodieren einfach mal nur ein Viertel so schnell war wie der Laptop. Das liegt daran, dass der Snapdragon-Prozessor wegen seiner Größe, der ist nämlich nur ungefähr so groß, auf eine andere Architektur setzen muss. Die Architektur ist eine Art Bauweise für Prozessoren, und zwar setzt er auf die ARM-Architektur. Diese Architektur ist sehr platzsparend und energiesparend, jedoch arbeitet sie nur mit einem sehr einfachen Befehlssatz. Und der Prozessor versteht auch nur 3 Kategorien von Befehlen. Während der Intel-Prozessor mit der x86-Architektur arbeitet, diese Architektur braucht viel Energie, jedoch arbeitet sie mit einem komplexeren Befehlssatz. Das geht einfach, weil dieser Prozessor viel größer ist und dadurch viel mehr Platz für Transistoren hat und natürlich dadurch mehr Transistoren hat und auch größere Transistoren hat. Dieser Prozessor versteht viel komplexere Befehle, und da Video-Encodieren etwas ist, das einen sehr komplexen Befehlssatz erfordert, muss dann der Smartphone-Prozessor, weil der eben keine so langen komplexen Befehle versteht, ganz viele einfache
Rechenaufgaben hintereinander machen, während der Intel-Prozessor mit der x86-Architektur einfach ein paar komplexe Rechenaufgaben machen kann und dadurch viel schneller fertig ist. Bei Geekbench, aber natürlich auch bei Web-Applikationen, braucht es keinen sehr komplizierten Befehlssatz und deshalb gewinnt hier Snapdragon-Prozessor, weil er einfach eine höhere Taktrate hat und mehr Kerne hat. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Wenn es euch gefallen und geholfen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, das wäre cool. Und abonniert doch gerne diesen Kanal, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Ja, tschüss Leute!